Ich bin auf einer Käserei aufgewachsen gewesen. Meine Eltern waren Käser. Und da war es natürlich sehr naheliegend gewesen, den Beruf auch zu lernen. Die Qualität bei Lebensmitteln ist der hauptentscheidende Punkt. Es gibt einem doch eine gewisse Sicherheit als Geschäftsführer, dass alles, was man in diesem Betrieb auch herstellt, auch auf einem Top-Level oben ist. Meine Firma Freffel Consulting, da habe ich verschiedene Projekte realisiert in der Milchwirtschaft und dann habe ich auch eine Anfrage bekommen von Luzern, um dort ganz etwas Neues zu machen. Die haben Bauern in dem Berggebiet hinein eine Idee gesucht, um ihre Milch an den Ort selber verarbeiten können, anstatt weit weg zu transportieren. Dort hat man, für das Projekt hat man natürlich sehr viel Geld, Kapital gebraucht. Man hat dort eine Molkerei auf die grüne Wiese mit gar nichts gestanden, müssen herstellen. Und dann haben die Bauern, die Bergbauern, jeder hat man können von der Idee überzeugen und dann hat jeder hat sein Geld investiert in die Firma. Das war für die 50 Bauern dort das Hoffnungsprojekt. Wir haben über 100 Produkte entwickelt, wir waren überall in der Grossverteilerin. Aber gerade genau mit dieser Ausweitung und alles hat es auch andere Schwierigkeiten gegeben. A. Liquidität, B. Qualität. Und Qualitätsprobleme waren wirklich der Verursacher, dass man Produkterückrufe machen musste. Und das hat so viel Geld gekostet. Und nachher war es dramatisch, dass selbst die Bauern, die dort mit dem besten Gewissen das Geld investiert haben in die Firma, alles im Jahr 2006 verloren haben. Da hat einem schon das Herz und alles wehgetan in dieser Zeit. Es war da der Zeitpunkt für mich, um einen anderen Job machen und aus der Milchwirtschaft heraus weggehen. Weil man mit so viel Engagement den Erfolg dann nicht hatte, musste ich sagen, mehr Engagement kann man nicht mehr bringen. Das ist dann für mich der falsche Platz. Und, ich bin dann das erste Mal ins Ausland und habe mich dort mal noch mit Sprachtraining ein bisschen vertan. Und dann habe ich aber dort auch schon wieder ein Telefon bekommen und schon bin ich im nächsten Projekt drin gewesen. Tschüss. Das ist eine interessante Tätigkeit und da verbringt man viel Zeit mit Personal, Technik und mit dem Markt. Ich meinte je etwa ein Drittel. Sieht gut aus, gibt nichts. Als Geschäftsführer hat man natürlich enorm, man hat ein grosses Engagement, aber man hat natürlich jegliche Freizeit und jegliche Möglichkeit, den Tag selber einteilen. Wenn man einen Fehler macht, dann weiss man, da hat man die Verantwortung für die Eigentümer, für die Besitzer und für die Mitarbeiter. Käser ist ein extrem vielseitiger Beruf. Ein guter Mitarbeiter in einer Käserei, der ist in der Lage, können mit Leuten kommunikativ führen nachher, aber auch das ganze Sensorikum, Ohren, Augen, Nase fühlen und dann auch technisch muss er ein enormes Know-how haben mit den Anlagen, Maschinen, die er heute einen Umgang hat. Zu dem Zeitpunkt, wo ich einmal eine Entscheidung getroffen habe, würde ich sie wahrscheinlich wieder treffen. Ob ich jetzt im Nachhinein das eine oder andere würde anders machen, wenn ich gewusst hätte und in Zukunft hätte können schauen können, wie es rausgekommen wäre, dann nehme ich an, dass ich gewisse Entscheidungen anders gemacht hätte. Aber für die jeweilige Situation bereue ich eigentlich keine Entscheidung, die ich gemacht habe.